Unter einem extremen Polizeiaufgebot haben tausende Menschen in Moskau Abschied vom ermordeten Kreml-Kritiker Boris Nemtsov genommen. Mit roten Rosen in den Händen kamen am Vormittag Freunde und Weggefährten, seine Ex-Frauen und Kinder, zum offenen Sarg des 55-jährigen Oppositionellen, der in den Räumen des Sacharow-Zentrums aufgebahrt war. Ein Blumenmeer umgab den Sarg bereits kurz nach der Öffnung des Menschenrechtszentrums. Vor dem Gebäude warteten die Trauernden stundenlang bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Schneefall. Die Menschenschlange zog sich hunderte Meter die Straße entlang. Viele Trauernde waren in Tränen aufgelöst. Mehreren Politikern aus EU-Staaten, die von Nemtsov Abschied nehmen wollten, wurde die Einreise nach Russland verweigert. Zur Beerdigung werden aus Deutschland die FDP-Politiker Wolfgang Gerhardt und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger erwartet. Die russischen Medien begleiten das Ereignis mit einem Großaufgebot.